Hallo und Servus YouTube. Heute wieder eine Mod-Vorstellung und heute haben wir ein Gewicht für unseren John Deere 6810, aber auch für andere Traktoren. Es ist optisch, man sieht schon ein John Deere-Gewicht. Wir können es uns gleich mal im Shop anschauen, denn das sieht nämlich schon mal richtig geil aus. Wir sehen hier das schöne Logo von MB3D Modeling, keine Firma bzw. keine echte Firma, sondern sie haben ihr eigenes Logo verwendet. Hier steht auch, das ist der Gewichtsträger. Das ist der, den man an die normale Fronthydraulik ankuppelt und dann erst dieses Scheibengewicht, wo man eben schön die Kilogrammzahl, also das Gewicht variieren kann. Kosten sind 900 Euro fürs Scheibengewicht und 400 Euro für den Gewichtsträger, glaube ich, sehr, sehr günstig. Ja, wir gehen mal in den normalen rein. Dann können wir nämlich gleich mal zuschauen, wie das denn hier geht. Jetzt habe ich ein Problem. Die F1-Taste will nicht. Das ist ein richtiges Problem. Oder es funktioniert doch nicht. Ich hätte jetzt gemeint, es funktioniert mit diesem Scheibenträger, denn der Ingenieur mit dem Frontal, der hat ja sowas schon. Anscheinend nicht. Oh, ich bin ja auch falsch dran. Ich bin so ein Hans Wurst. Ich bin ja auch falsch dran. Ist schon klar, dass das nicht funktioniert. Ach, herrlich. Ja, wir sehen schon, es klappt. Es sieht auch echt super aus. Wir ist auch hier schon abgenutzt. Können Sie es nochmal genauer anschauen. Pro so ein Ding haben wir 50 Kilo. Ich muss mal kurz schauen. Das gibt es denn nicht. Ich habe doch die automatische Hilfe angemacht. Kann denn das sein, dass das nicht angezeigt wird? Ah, okay. Irgendwie ist der John Deere schuld. Jetzt geht's. Jetzt geht's. So, da, da. Dann fahren wir mal ran hier. Senken das mal, machen wir es realistisch. So, und jetzt können wir Q drücken fürs Ankuppeln. Und dann ist das Gewicht drauf. Und jetzt dürfen wir B drücken, um weitere Platten hinzuzuschalten. Das sind dann quasi 200 Kilo. Nochmal 200 mehr. Nochmal 200 mehr. Ihr müsst mal richtig drauf schauen und drauf achten, wie sich das Verhältnis vom John Deere verändert. Nee, wie ging das nochmal? Wie kann ich denn das Gewicht jetzt entfernen? Ach, mit X, okay, habe ich kapiert. Schaut mal hin. Einwandfrei kann ich nur sagen. Einwandfrei. Saugeiles Gewicht. Wirklich super Sache. Jetzt probiere ich nur noch, ob es nicht doch für den anderen schon hier auch funktioniert. Das wäre wirklich genial. Das wäre echt super. Ja, weg da mit dir. Dich brauchen wir gerade nicht. So, da, da. Es geht. Es funktioniert. Es funktioniert. Einwandfrei. Und das Licht ist auch nicht wirklich gestört. Also, das ist super. Ich finde es aber, es ist ein bisschen an der falschen Stelle, wenn wir hier sehen. Das sollten sie vielleicht noch in der Version 2 fixen, dass das wirklich genau passt. Aber ansonsten, es sieht auch optisch eigentlich richtig gut aus. Wie gesagt, nur es passt hier eben nicht. Aber ein saugeiles Gewicht. Also danke für den Mod. Passt optisch wirklich super zum John Deere. Und dann müssen wir jetzt nicht mehr mit diesem hässlichen, so riesigen Schwergewicht fahren. Also, was hat denn das nochmal für ein Gewicht hier? Maximal 800 Kilo. Wenn dieser Gewichtsträger 200 Kilo hat, dann sind wir bei einer Tonne. Oder rechnen wir nur das Gewicht, sind es 800 Kilo. Es ist schon einiges, aber gut, 1,5 Tonnen oder sowas Gewichte können wir damit nicht ersetzen. Dafür ist es anscheinend auch nicht gedacht. Es ist eben auch ein kleiner Traktor, also auch kein 2 Tonnen Gewicht, ist ja ganz logisch. Ja, Freunde, das war's wieder. Ich sag danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao.